zum letzten Mal. Du kannst kein Kilometergeld absetzen. Na klar kann ich das. Mache ich seit 20 Jahren. Wie, du setzt seit 20 Jahren Kilometergeld ab, obwohl du gar kein Auto hast? Ich hab doch ein Auto. Wo? In Reparatur. Seit 20 Jahren? Na klar, sonst könnte ich auch keine Reparaturkosten absetzen. Du hast fürs Finanzamt ein komplettes Auto erfunden? Naja, kein komplettes, ein kaputtes. Georg, das ist kriminell. Das ist nicht kriminell, das ist kreativ. Das macht jeder. Ist ein Gesellschaftsspiel. Das ist genau das Problem, das wir in unserem Land haben. Hallo. Was ist denn? Gibt's Ärger? Georg will, dass ich ihm bei seiner Steuererklärung helfe, aber was er in Wirklichkeit will, ist Beihilfe zum Betrug. Für jemand, der nur in Paragraphen und Vorschriften denkt, ist man schnell ein Betrüger. Was ist das denn? Ein Indianer. Inka-Stil. Gute Handarbeit, angeblich. Sammelst du jetzt sowas? Nee, das habe ich gestern von einem Mandanten geschenkt bekommen. Für ihre liebreizende Art. Ein widerlicher Grabscher ist das ekelhaft. Bei dem bin ich immer ganz besonders zugeknöpft. Wer ist denn dein Mandant? Jack the Ripper? Horst Fahrenbrink. Im- und Export. Nie gehört. Dachte ich mir. Der zahlt bestimmt keine Steuern. Talkötter? Ja, Herr Gabowski. Ja, ich bin gerade im Einsatz. Weshalb schleppst du den denn mit dir rum? Ich wollte ihn eigentlich in mein Büro stellen, aber da sieht er nichts aus. Der sieht überall nichts aus. Ja, in einer halben Stunde. Ja, das könnte klappen. Mein Chef, ich habe einen Termin, ich muss weg. Ja, und meine Steuer? Mach's doch selber. Scheiße, schon so spät. Fahrenbrink wartet. Tschüss, Georg. Na, und der Indianer? Schenk ich dir. Danke. Herr Fahrenbrink, bitte, der Staatsanwalt wartet nicht gern. Der Staatsanwalt kann froh sein, dass Sie überhaupt kommen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Einstellung ist. Schließlich wollen Sie einen Deal. Der Staatsanwalt aber auch. Aber er kann es sich leisten, ihn abzulehnen. Wir dagegen. Könnten hinterher vielleicht in die Sauna gehen. Sie sollten lieber darüber nachdenken, was Sie dem Staatsanwalt noch bieten können. Ich glaube, ich habe ihm schon genug geboten. Ich denke, Sie überschätzen sich. Das, was Sie bisher offerieren, ist nur die Voraussetzung, damit Sie überhaupt mit uns reden. Wenn wir aber eine deutliche Reduzierung des Strafmaßes erreichen wollen, müssen Sie schon ein bisschen mehr bieten. Ja, was denn noch? Namen, Herr Fahrenbrink, Namen. Aber nicht von irgendwelchen Mitläufern, von wichtigen Leuten. Drahtziehern, Hintermänner. Verstehen Sie? Ja, ja, ich verstehe. Ja, aber so den ganz großen Einblick habe ich auch nicht. Ein Verdacht würde für den Anfang vielleicht schon reichen. Ein Verdacht? Ja, wenn Sie nachher mit in die Sauna kommen würden, dann könnten wir ja beide... Hm? Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich los. Hey, komm. Sie auf. Hol dich doch auf. Nein! Bitte! Bitte! Ja. Los, raus da! Na, bist du völlig bekloppt, oder was? Mach keinen Quatsch, Horst, steig aus. Danke. Vielen Dank. Scheiße, da ist ja noch wer. Keine Bewegung, weißt du? Steig aus, Mann, steig aus! Horst! Hey, hey, hey! Hey, schnell genug! Nichts, ich... Mann, den brauchen wir noch! Horst, hörst du mich? Hör zu, das wird schon wieder. Aber sag mir jetzt, wo das Versteck ist. Hörst du? Das Versteck! Fick dich! Die haut ab, Mann! Verdammt, wer bist du überhaupt? Ich bin seine Anwältin. Was? Scheiße, der Wagen muss weg und die Leiter auf! Mann, das weiß ich selbst! Sag mal, würdest du mir bitte mal helfen? Ich
Alter, die Tussi. Ich kann doch nicht alles. Schnapp dir die Schlampe! Mann, geht's zu! Geht's zu, verdammt nochmal! Und er guckt noch raus. Hä? Oh, Mann. Selbsttod macht ja nur Scheiße! Los, weg hier. Komm, mach hinne! Alles klar. Scheiße, Mann, wenn das A-Land mitkriegt. Keine Namen, Russ. Alles klar, Ox. Mann, halt doch einfach mal die Fresse. Blatt römisch 3, Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages. Erläuterung siehe Anlage 5. Anlage 5. Anlage 5. Gewerbesteuermessbetrag siehe Blatt römisch 3. Ganz ruhig, Georg. Ganz ruhig. Es reicht. Es geht um Ihren Urlaubsantrag. Ja, den musste ich leider ablehnen. Ah, warum? Weil wir vor einer neuen Dimension der kriminellen Energie stehen. Hier, kam heute aus Berlin. Haben wir festgestellt, dass Schwarzgeld nicht mehr ausschließlich nach Lilos transferiert wird? Lilos? Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz. Sondern vermehrt auch für den Erwerb von wertvollen Kunstgegenständen genutzt wird. Ja, das kann ja sein, aber doch nicht hier bei uns in Münster. Hier sind wir immer schlecht informiert, Talgötter. Ging gestern durch die Lokalpresse. Geraubter Inka-Schatz in Bielefeld entdeckt. Kunstraub, Hehlerei, Steuerhinterziehung, alles auf einmal aufgeklärt. Die Kollegen dort haben hervorragende Arbeit geleistet. Und sind deshalb auch in der Zeitung. Es könnte aber auch unserer Behörde sicherlich nicht schaden, wenn auch wir der Bevölkerung zeigen, wie schnell und konsequent wir auf neue Entwicklungen reagieren. Mit anderen Worten? Würde ich Ihnen im Erfolgsfall sogar Sonderurlaub genehmigen. Wobei, Erfolgsfall heißt natürlich auch Berichte in den Medien. Sie verstehen? Was ist Talgötter? Wieder keine Ahnung, wo Sie ansetzen sollen? Doch. Doch, doch. Ja, aber wo will er denn ansetzen? Mann, Georg, geh endlich ran! Immer, wenn man ihn braucht. €20. 20 Euro? Das ist echte Handarbeit aus dem Amazonasgebiet. 20 oder gar nichts. Sie können auch nicht von mir ernsthaft verlangen, ein Relikt einer untergegangenen Kultur, also ein Bildnis von unschätzbarem Wert. Also gut, 20 Euro. Sonst versau ich dir dein Make-up. Tag. Steig aus. Komm raus! Fresse! Was trinken? Deswegen bin ich hier.
Was können Sie mir denn für einen 20er empfehlen? Bier. Ein Bier? 10 Bier. Viele Leute lernt man bei Ihnen ja nicht kennen. Allein sein ist auch schön. Wem sagen Sie das? Aber ein paar Freunde braucht man schon im Leben. Einer reicht. Muss nur der Richtige sein. Den muss man erst mal finden. Ja, muss man. Sind auch selten. Einer, der nie lügt und immer da ist. Das ist dann ein Geschenk. Aber manchmal möchte man Geschenke auch umtauschen. Also, ein Steuerfahnder, ein Steuerberater zum Beispiel. Steuerberater? Ja, ich meine einen Freund, auf den man sich verlassen kann. Der nicht nur an sich selbst denkt und an seine eigene Karriere. Ich habe da eine Adresse. Von einem Freund? Von einem Steuerberater. Ich überleg's mir. Stimmt so. Okay, jetzt noch mal ganz ruhig und ganz logisch. Erstens, wir müssen Arland anrufen. Naja, es hat doch Zeit. Mann, der muss doch wissen, was Sache ist. Aber eigentlich haben wir alles im Griff. Was? Du hast alles im Griff? Mann, wie sieht's denn aus, wenn du nichts mehr im Griff hast? Schnaps. Overbeck, was machen Sie denn da? Proben. Anproben. Ich meine, anprobieren. Mein Kostüm. Sie freuen sich wohl sehr auf unseren Kostümball. Naja, Kostümball der Polizei gibt's ja nicht so oft. Und das ist gut so. Als was gehen Sie denn? Bitte? Was Sie da anhaben. Ihr Kostüm. Hexe Gwendoline? Hex, Hex? Das ist ein Kleid, Overbeck. Ein Designerkleid. Und noch dazu mein Lieblingskleid. Es ist schön. Sehr schön. Gut. Dann werde ich mal nach unserem Wagen schauen. Danke, Diana. Wo ist denn euer Freund? Wen meinst du? Na, der Nette, der immer im Trainingsanzug rumläuft. Horst. Mhm. Horst hatte einen Unfall. Einen Unfall? Schlimm? Ziemlich, ja. Wird er wiederkommen? Nee, glaube ich nicht, nein. So schlimm. Auto, also. Autounfall. Ein guter Typ eigentlich. Ja. War er. Komm, bring was hinter uns. Ja. Mein Auto wurde abgeschleppt.
Ordnungs- und Verkehrsdienst, Rosenstraße 4, täglich zwischen 9 und 12. Ja, da komme ich gerade her. Die sagten, der Wagen wäre hier bei euch. Ja, mittags auch zwischen 3 und 5. Hey, Junge. Du rückst jetzt sofort meinen Wagen raus oder ich koche dir deine Eier. Was haben Sie da eben gesagt? Und zwar so lange, bis Sie steinhart sind. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank, Herr? Hauptkommissar? Verdeckter Ermittler, da helfe ich natürlich gern. Offiziell haben Sie mich trotzdem nie gesehen. Ich bin gerade in einer heißen Ermittlungsphase, bin auch ziemlich gestresst, okay? Sorry. Ja, kein Problem. Geht mir selbst auf so. Da ist er ja. Nein, nein, halt, halt. So läuft das nicht. Was? Den Wagen darf leider wirklich nur der Ordnungs- und Verkehrsdienst rausgeben. Wie bitte? Wenn ich den Wagen rausgebe, dann gilt er computertechnisch als gestohlen. Dann läuft in der ganzen Stadt eine Fahndung los. Jeder Polizeiwagen wird nach Ihnen suchen. Das wollen wir doch nicht. Was schlagen Sie also vor? Ich lasse den Wagen heute noch rüberbringen. Im Behördenauftrag. Dann können Sie ihn morgen früh ab 6 abholen. Sie haben doch sicher einen Zweitschlüssel. Also gut, morgen früh um 6. Ich verlasse mich auf Sie. Und kein Wort zu irgendwem. Selbstverständlich. Was ist das eigentlich für ein Fall, an dem Sie arbeiten? Ihr Ausweis. Und Overbeck, alles klar mit dem Wagen? Ja, ja. Sag mal, was hast du da eigentlich an? Danach ist doch noch Maskenball. Ja, richtig. Und ich darf natürlich nicht mit. Papierkram ohne Ende. Sag nicht, ein Hauptkommissar fährt so ein geiles Teil. Das ist doch alles Tarnung. Das ist eine verdeckte Ermittlung. Der Typ ist vom LKA. Die Jungs da, nur vom Feinsten. Hier. Bringst du später rüber zum Verkehrsdienst? Was, ich? Ich muss dann noch die ganzen Dienstpläne schreiben und die Überstunden fürs Revier ausrechnen. Okay. Ich übernehme das mit dem Wagen. Wo haben Sie den her? Kurzfristig organisiert. Bis morgen früh um 6. So lange werde ich bestimmt nicht bleiben. Ja, Box hier. Wie geht's? Alles easy? Ja, wir auch. Also, fast. Nee. Ja, der ist hier. Nee. Nee, kein Problem. Wir haben da jemanden mitgenommen. Nee, die sagt nichts. Okay, klar. Neuer Wagen, gute Idee, Arnold. Ja, dachte ich auch schon dran. Wird uns gleich besorgen. Die wird keinem mehr was erzählen. Die machen wir stumm. Wenn man nicht alles selber macht, verdammt doch mal! Das nächste Mal bist du tot! Und du besorgst jetzt eine andere Karre. Okay. Aber keine von hier, gleich vorm Haus! Schon von weiter weg! Ja, ja, ist klar. Ja.
Hallo, Georg. Ist geschlossen. Was machst du denn da? Ich bügel meine Steuererklärung. Was? Mach ich immer so. Erst trocknen, dann bügeln. Es kommt davon, wenn einem keiner hilft. Ist aber trotzdem ganz gut geworden, oder? Ja, es tut mir leid. Weswegen ich aber eigentlich da bin, ist wegen der Indianerfigur. Was ist damit? Ja, womöglich, rein theoretisch, könnte die wertvoll sein. Auch für die Steuerfahndung. Quatsch. Ist billiger Folklore-Kitsch. Trotzdem, kann ich die mal sehen? Hab ich schon verkauft. Was? An wen denn? An Trödler. Und an welchen? Mensch, Ecki, meinst du, ich habe mir seinen Namen gemerkt? Du bist wirklich sehr hilfreich. Und du nervst. Ich habe hier noch eine Menge Arbeit. Den Trödler werde ich schon finden. Hier, lies mal, wenn du fertig bist mit Bügeln. Noch immer keine Spur von den Hintermännern des Kunstraubs. Was ist das? Ein Indianer. Inga-Stil. Wer ist denn mein Mandant? Horst Fahrenbrink, In- und Export. Fahrenbrink. Fahrenbrink. Horst Fahrenbrink. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ihren Wagenschlüssel bitte. VIP-Service. Finde ich gut. Guten Abend. Talkötter, Steuerfahndung Münster. Sagen Sie, haben Sie in den letzten paar Stunden so eine Art Indianerfigur angekauft? Indianer haben keine Saison. Im Inka-Stil. Ja, jede Dynastie hat ihren eigenen Stil. Ich suche die 5 Palastwächter von Tupac Walpa oder einen davon. Schon mal gehört? Junger Mann, ich bin ein Antiquitätenhändler, kein Hehler. Deshalb bin ich ja hier. Kennen Sie sich aus? Die Figuren standen bis 1928 im Museum in Madrid. Ja, und dann? Wurden sie gestohlen und sind bis heute verschwunden. Ein bisschen magisch sollen sie übrigens auch sein. Aha. Wo finde ich denn hier den nächsten Trödler in der Gegend? Angeblich bekommt man in ihrer Nähe die Eingebung, was in kritischen Situationen zu tun ist. Sehr witzig. Dem bin ich immer besonders zugeknüpft. Sie's. Was? Den Unterschied. Was für ein Unterschied? Zu unserem normalen Dienstwagen. Das hier ist doch gar kein Fahren, das ist ein Schweben, ein Gleiten. Fast wie Fliegen. Hauptsache, es geht voran. Schade nur, dass wir gleich schon da sind. Ja, das finde ich auch. Hallo? Jemand zu Hause?
Ist was? Hier ein Wagenschlüssel, bitte. Wieso? Naja, VIP-Service. Oh, ach so. Dann, was man Wagen ausmacht. Okay. Wir halten uns für VIPs. Ich freue mich jetzt schon auf die Rückfahrt. Und ich erst. Frau Kommissarin. Oh, Herr Kriminalrat. Sie sehen ja bezaubernd aus. Danke, ja, aber Sie. Lassen Sie mich raten. Hexe Gwendoline. Entschuldigung. Anna Springer. Georg. Nein, ich bin auf unserem alljährlichen Maskenball. Wo? Wir sind schon unterwegs. Also, Herr Kriminalrat, das ist jetzt wirklich bedauerlich. Also, ich hatte mich seit Wochen auf dieses Fest gefreut. Und auf die Band. Aber jetzt haben wir Mord in der Tiefgarage. Mord? Mord. Ja, Mord. Sie können schon mal den Wagen holen, Overbeck. Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich Ihr einziger Parkplatz? Ja. Oder Fahrenbrink hat das Zeug in seiner Wohnung. Ja, genau. Das wird sein. Er hat es in seiner Wohnung. Meinst du? Das werde ich sofort checken. Und du kümmerst dich in der Zeit um die Tussi. Wie kümmern? Mann, du schaffst sie weg. Ja, und wohin? Dahin, wo sie niemand sucht und niemand findet. Mann, die Stadt ist doch groß genug. Ja, ja, ist klar. Na bitte, kein Schwein hat was gemerkt. Pass auf, dass das so bleibt. Wir treffen uns in der Wohnung. Jana! Hier weg. Weg heißt weg. Haben Sie mal noch nicht etwa geklaut? Ich habe die ganze Gegend abgesucht. Der Wagen ist nicht mehr da. Aha. Und wie kommen wir jetzt zum Tatort? Ich schlage vor, dass Sie sich im Laufe der Nacht noch umziehen, Overbeck. Geht nicht. Meine Wohnungsschlüssel sind im Wagen. Overbeck, wo zum Teufel ist der Wagen?
Welcher Wagen? Ich habe mit dem Verkehrsdienst telefoniert. Die haben ihn nicht. Und bei uns auf dem Hof ist er auch nicht mehr. Der Wagen? Ja, der steht an einem sicheren Ort. Was soll das heißen? Warum hast du nicht abgeliefert? Fährst du den privat? Nee. Lütke, wir fahren Taxi. Das sehen Sie doch. Außerdem mussten wir frühzeitig diesen wunderbaren Kostümball verlassen. Overbeck und ich. Sehr, sehr schade. Na, Georg? Ich vermute, du wirst mir mal wieder einiges erklären müssen. Nicht wahr? Mist! Scheiße. Verdammt, Ochs, ich bin's. Los, geh ran, Mann. Ich hab was gefunden, was wichtig ist. Du musst sofort kommen. Was richtig wichtig ist, also beeil dich. Und mach endlich dein Scheiß Handy an, Mann. Mandant von Alex? Ja, einer von der unangenehmeren Sorte. Warum wolltest du ihn besuchen? Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Indianer. Was? Nach einem Indianer. Chef? Ja? Kommen Sie mal. Moment, geh nicht weg. Was ist? Sehen Sie mal, was im Wagen war. Eine Handtasche. Ja, und ein Ausweis. Alex. Sie war hier am Tatort. Nach dem Mord verschwindet sie spurlos. Und ausgerechnet Wilsberg findet die Leiche? Das stinkt doch zum Himmel. Aber, Overbeck, Sie glauben doch nicht. Ich glaube gar nichts. Ich stelle nur fest. Na, was denn? Nix, nix. Hallo, Russ. Alan. Was ist das, ein Finger im Arsch oder warum guckst du so? Nein, wieso? Ich guck doch gar nicht. Wahrscheinlich sogar zwei. Ist Ox da? Ist unterwegs. Was genau ist schiefgelaufen? Nichts. Wieso ist Fahrenbrink tot und wo ist die Anwältin? Wir haben alles im Griff. Alles im Griff? Jetzt erzähl endlich, was passiert ist. Ein Dreck werde ich. Du bist ein verdammter Bulle. Was? Ich hab deinen Ausweis. Ich hab deinen scheiß Ausweis gefunden. Das ist ja interessant. Und wo ist dieser Ausweis jetzt? Versteckt. Versteckt? Ach so, hier in der Wohnung, ja?
Ich sag dir gar nichts mehr. Kein Wort. Du bist ein Spitzel, verdammt. Ich weiß, du bist ein Spitzel. Und ich habe auch keine Angst vor dir, weil du für die Bullen arbeitest. Und da darfst du mich gar nicht erschießen. Ja, ja. Sie nicht. Indianer? Indianer. Hey! Bleiben Sie stehen! Die Wohnung ist clean. Kein Hinweis auf ein Verbrechen. Das muss ja nicht hier passiert sein. Es muss auch gar nicht passiert sein. Obwohl, Vergewaltigung wäre schon ein Motiv. Wofür? Für einen Mord. Trinken Sie eigentlich oft im Dienst? Weshalb entfernt sich Frau Holtkamp vom Tatort? Sie wird Zeugin eines Mordes und verschwindet einfach? Dafür gibt es nur einen Grund. Sie hat etwas zu verbergen. Overbeck, Sie trinken, und zwar nicht oft, sondern immer. Wilsberg, ich warne Sie. Sie sprechen immerhin mit einem Beamten. Im Kostüm, das zählt nicht. Anna Springer, du störst. Overbeck, ich muss jetzt wissen, wo der Wagen ist. Also gut, hör zu. Ich dachte, das war so ein Typ vom Parkservice. Was? Das war Ecki. Quatsch, also einer vom Hotel. Wir haben noch einen Mord. Noch einen Mord? Welches Hotel? Ach du Scheiße. Erschossen. Sag ich doch. Das ist der Autodieb. Der vom Hotel. Was? Wer ist das? Nichts, niemand. Anderer Fall. Jedenfalls der Mann hier ist erschossen worden. Und dann wahrscheinlich aus dem Fenster gestürzt. Nicht nur wahrscheinlich, ganz bestimmt. Ich hab's selbst gesehen. Was Sie sehen und was ich ermittle, das sind immer noch zwei völlig verschiedene Hausnummern. Stimmt leider. Was ist mit dem Typen, der fluchtartig den Tatort verließ? Kam aus der Haustür. Also, die Wohnung gehört einer Diana Markowitz, die auch hier die Kneipe betreibt. Die Wohnung ist vermietet an einen Josef Russ, Polizei bekannt, ellenlanges Strafregister, Hehlerei, Drogenhandel, Autodiebstahl. Sehr seltsam alles. Also ich tippe auf tödlichen Streit zwischen Kleinkriminellen. Das ist eine üble Gegend hier, das ist bekannt. Wie wär's denn mit einem kleinen Spaziergang? Ehrlich gesagt, ich bin schon ein bisschen müde. Nein, bist du nicht. Also zusammenfassend lässt sich sagen, zwei Morde binnen weniger Stunden. Beides Mal seid ihr Zeuge, weil ihr, korrigiert mich, einen Indianer sucht? Genau. So ist es. Aha. Und der eine sucht da und der andere sucht dort. Und mal ist der Indianer Millionen wert und mal nur 20 Euro. Jedenfalls hat dieser Russ, kurz bevor er starb, hat er sowas gesagt wie drüben Indianer. Ist doch merkwürdig, oder? Ja, ja, merkwürdig. Okay, also bis dahin habe ich euch richtig verstanden. Diese Geschichte wollt ihr mir als eine wahre Geschichte verkaufen. Anna, wir versuchen... Was ihr versucht, ist offensichtlich. Versucht, Alex zu schützen. Das ist doch Blödsinn. Glaubst du im Ernst, dass... Überdenkt doch noch mal eure Aussage. Wie wär's damit? Schlaft doch noch mal drüber. Ihr habt Zeit. Bis morgen früh um 8. Da erwarte ich euch auf dem Präsidium. Um 8? So früh? Ach, verdammt noch mal, keine Widerworte, ja?
toll. Nur weil du mir nicht geholfen hast, den Indianer zu finden. Du hast mir ja auch nicht mit meiner Steuererklärung geholfen. So deswegen habe ich dich auch um Hilfe gebeten. Die Sache, an der ich gerade dran bin, ist entscheidend für meine berufliche Zukunft. Meine Steuererklärung ist entscheidend für meine berufliche Vergangenheit. Mann, Georg. Wir drehen uns im Kreis. Stimmt. Georg! Außerdem geht's gerade auch gar nicht um uns. Nein. Alex steht unter Mordverdacht. Wie du glaubst, Anna denkt, dass Alex Fahrenbrink erschossen hat. Und wir sie decken. Was machen wir jetzt? Na, was wohl? Alex finden. Tag. Sie? Ja. Wieder hier, um Ihren Freund umzutauschen? Nee, diesmal nicht. Sondern? Diese Quittung, die ist doch von Ihnen, oder? Und? Horst Fahrenbrink. Sagt Ihnen der Name was? Mm-mm. Muss aber öfter hier gewesen sein. Waren andere auch? Ach ja, Russ zum Beispiel. Russ? Der Mann, der vorhin erschossen worden ist und aus dem Fenster fiel, das müssen Sie doch mitbekommen haben. Ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Habe ich auch der Polizei gesagt. Wirklich gar nichts? Vielleicht denken Sie ja noch mal in Ruhe über alles nach. Was waren seine letzten Worte? Irgendwas mit die Digidi und Indianer. Die Digidi? Klingt wie ein Text von Dieter Bohlen. Das macht doch keinen Sinn. Machen Texte von Dieter Bohlen? Aber es muss einen Sinn machen und wir müssen ihn finden. Wir müssen Alex finden. Ox, was willst du? Arland, Gott sei Dank bist du da. Die haben Russ ermordet. Was? Wer? Keine Ahnung. Na los, komm rauf. Dann bin ich die halbe Nacht durch die Stadt gefahren. Ich meine, ich war echt unter Schock. Ich meine, wer erschießt denn Russ? Einfach so. Keine Ahnung. Er hat mir kurz vorher noch etwas auf die Mailbox gequatscht. Er hätte irgendwas gefunden. Irgendwas Wichtiges. Wir haben einen Verräter in unseren Reihen. Ein Verräter? Jemand, der das Geschäft für sich alleine will. Wer soll denn das sein?
hatte immer schon das Gefühl, dass sich Fahrenbrink in den letzten Jahren mehr auf die Seite geschafft hat, als wir alle ahnen. Ja, aber Fahrenbrink ist tot, Mann. Und die Anwältin? Keine Ahnung. Wo ist die jetzt? Weiß ich nicht. Hat sich ja Ustrum gekümmert. Ich meine, du hast doch gesagt, er soll eine Karre organisieren und die Alte entsorgen. Moment. Ob die sich vielleicht befreit hat und dann Rust? Unwahrscheinlich. Wir müssen trotzdem noch mal in eure Wohnung. Wieso? Sauber machen. Alles, was auf dich und mich hinweist, muss weg. Und du glaubst, du würdest ihn wiedererkennen? Ja, ich denke schon. Gut. Und ihr bleibt bei eurer Darstellung. Anna glaubt uns immer noch nicht. Fahrenbrink war vorbestraft. Unter anderem wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Er wird erschossen. Was wir nicht finden, ist eine Tatwaffe. Aber was wir finden, ist eine Handtasche. Und die gehört Alex. Aber Alex erschießt doch keine Mandanten. Die hat doch nicht mal eine Waffe. Aber vielleicht Fahrenbrink. Georg, es ist nur eine Arbeitshypothese. Stell dir doch bitte vor, Fahrenbrink belästigt sie. Er will ihr an die Wäsche, er bedrängt sie, er bedroht sie mit einer Waffe. Es kommt zu einem Handgemenge. Ein Schuss löst sich. Sie gerät in Panik, sie läuft davon, sie flüchtet. Sie rennt zu dir, bittet dich um Hilfe. Gratuliere, Anna. Du hast schon viel von Overbeck gelernt. Overbeck! Zum letzten Mal, wo ist der Wagen? Sag mal, hast du in den Klamotten gepennt? Ja, wieso? Der Wagen, Overbeck, wo ist der Wagen? Da war so ein Typ vom Hotel. Hotel? Ja. Und was ist mit dem? Er ist tot. Ermordet. Ah, und der Wagen? Den hat er mir zuvor geklaut. Das ist jetzt ein Witz. Nein. Das ist der letzte Stand meiner Ermittlung. Overbeck! Mensch, Anna, wir haben Alex nicht geholfen. Wir wissen doch selbst nicht, wo sie ist. Wir suchen sie ja selber. Vielleicht ist sie entführt worden. Dafür gibt es keine Beweise. Aber es gibt Hinweise darauf, dass Alex mit beiden Morden in Verbindung steht. Mit beiden? Ist das jetzt Overbecks neueste Theorie? Alex als Doppelmörderin? Das hier haben wir am zweiten Tatort gefunden. Der gehört Alex. Genaueres wird eine DNA-Analyse erbringen. Sind wir jetzt fertig hier? Vorläufig ja. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Ach, Ecke, du müsstest bitte eine Etage tiefer, Zimmer 12, wegen der Phantomzeichnung. Schon nervös, die Herren, was? Was gibt's denn, Overbeck? Neuigkeiten, wir haben eine Zeugin. Im Fall Fahrenbrink? Der andere Fall. Diana Markowitz, die Wirtin aus der Bierbar. Die hat den Mord nun doch gesehen. Wartet unten im Verhörraum. Also ich bin dann die Treppe rauf, weil ich hatte ein paar Stunden vorher schon mal was gehört. Hilferufe. Und dann war der wieder so ein Lärm. Aus der Wohnung über ihrem Lokal. Mhm. Oben stand die Tür offen. Und ich habe Russ gehört. Ganz laut. Und der hat gesagt: Was ist heute am Tabule? Ich habe deinen Ausweis. Ich habe einen scheiß Ausweis gefunden. Du bist ein Bulle, ich habe deinen Ausweis. Genau. Wer war denn die Person, die da noch mit in der Wohnung war? Eine Frau vielleicht? Nein. Ein anderer Mann. In Uniform? Nein, ganz normal. Mhm. Also, was geschah weiter? Russ ist rückwärts zum Fenster gegangen. Und er hat gesagt: Ich weiß, du bist ein Spitzel. Aber ich habe keine Angst vor dir. Du für die Bullen arbeitest. Du darfst mich nicht erschießen. Und dann hat der andere Mann seine Waffe gezogen und Russ erschossen. Ohne Vorwarnung. Einfach so. Ja. Einfach so. Russ ist dann nach hinten durch das Fenster gefallen. Und
Der Mörder hat sich umgedreht und ist aus der Wohnung gerannt. Ich habe mich ganz an die Wand gedrückt. Ich hatte Angst. Ich meine, wenn der mich bemerkt hätte... Dann wären Sie jetzt tot. Als der Täter zur Tür rauslief, konnten Sie da vielleicht sein Gesicht sehen? Ja, ganz kurz. Würden Sie ihn wiedererkennen? Möglich. Danke, Frau Markowitz, Sie haben uns sehr geholfen. Eine Frage habe ich noch. Indianer, der Begriff, sagt er Ihnen was? Indianer? Ja, sind Indianer. Ein V-Mann. Ein V-Mann als Mörder. Mein Gott. So was geht doch sofort hoch ins Innenministerium. Und wenn dann die Opposition Wind davon bekommt? Herr Kriminalrat, es handelt sich im Moment lediglich um eine diskrete Gegenüberstellung. Und wenn unsere Zeuge niemanden identifizieren kann, dann umso besser. Jeder Verdacht ist aus dem Weg geräumt. Ja, ja, das wäre... Allein, weil es ja schon seit Monaten dieses Gerücht gibt. Was denn für ein Gerücht? Ein V-Mann, der die Seiten gewechselt hat und jetzt auf eigene Rechnung arbeitet. Ein V-Mann der Münsteraner Polizei? Ja, wir haben aber noch keine Einzelheiten. Wie gesagt, es handelt sich um ein Gerücht. Sie haben ein Okay? Vielen Dank, Herr Kriminalrat. Ach, wie war denn eigentlich unser Kostümball? Schön, sehr schön. Ich habe mich köstlich amüsiert. Besonders, als der Kollege Wulff dem Fräulein Schröder an die Wäsche ging. Naja, bisschen eklig, aber interessant. Verstehe. Machen Sie mir eine Liste aller V-Leute, die in letzter Zeit für uns gearbeitet haben. Alle Dezernate, alle Fälle. Und ob es bei einem von denen eine Verbindung zu Alex Holtkamp gibt. Ja, von mir aus. Aber was hat Alex denn in der Wohnung von diesem Russ gemacht? Ich sehe das so. Fahrenbrink macht Alex ein Geschenk. Den Indianer. Er merkt, das Ding ist wertvoll. Er will es zurück. Sie hat es nicht mehr. Er dreht durch und entführt sie. Und wer hat Fahrenbrink erschossen? Keine Ahnung. Ein Komplize. Vielleicht Russ. Im Streit um die Anteile. Und Russ wurde erschossen? Von Mr. X. Ach, von Mr. X. Ja, der, der hinter allem steckt. Ein Kunstsammler, der die Figur unbedingt haben will. Und damit kriegen wir ihn. Die Figur im Tausch gegen Alex. Aber das sind doch alles wilde Theorien. Was ist denn, wenn diese Figur wirklich Nippes ist? Und wenn nicht, wir müssen noch mal zu dem Trödler. Er sagte nicht nur Indianer. Er sagte drüben Indianer. Er kann eigentlich nur den Trödler gemeint haben. Aber der heißt nicht die Digidi. Vielleicht trotzdem Hinweis auf die Herkunft der Figur. Der Name von einem alten Inka-Stamm oder so. Klar. Die geheimnisvolle, versunkene Welt der Digidis. Georg, es geht um Alex. Wir sind da. Jemand? Der Indianer? Ja. Der ist weg.
Sie haben den schon verkauft? Ja. An wen? Guter Mann, ich führe doch keine Namenslisten. Ist Ihnen an dem Kunden was aufgefallen? Ein Ausländer mit einer Gitarre. Mit einer Gitarre? Ja. Aber warum sind Sie eigentlich so scharf auf diesen Tinnef? Weil der Tinnef womöglich ein Kulturschatz ist. Die Figuren sind extrem selten. Und einige von ihnen können sogar übersinnliche Fähigkeiten vermitteln. So, so. Hallo? Hallo, hört mich jemand? Hallo, das ist ein Ort. Ich bin entführt worden. Ich bin in einem Auto gefangen. Hallo? Das war Alex. Wie haben Sie das gemacht? Keine Ahnung. Das ist normale Kurzwelle. Sie lebt. Los, komm! Im Auto gefangen? Ja, aber wo und in welchem? Schon wieder in die Kneipe? Was willst du denn da? Na, fragen, ob dieser Russ vielleicht ein Auto hatte. Du meinst, er hat Alex entführt? Russ ist tot. Umso schlimmer. Da sind wir wenigstens ungestört. Hallo? Hallo? Hilfe! Hallo? Hallo? Scheiße! Scheiße! Fuck! Fuck! Chef, war nicht so einfach auf die Schnelle, aber ich habe alle V-Leute beisammen. Einer arbeitet sogar für Lüttke. Was? Lüttke? Lüttke hat einen eigenen V-Mann? Unglaublich, was man so alles herausfindet. Patrick Schneider, Informant, Drogenhandel, ansonsten Verkäufer im Gaze World. Eine Boutique. Ein Sexshop. Daniel von Kronstedt, Informant Glücksspiel, von Beruf Verkäufer im Go West. Ein Sexshop. Eine Boutique. Harry Helmrich. Ich hab ein Draht zu Hehlern und so. Verkäufer. Ich bin Matrose. Auf Dauer? Nee, auf der Anna-Maria. Dragan Babic. Ich kenne ein paar Jugendgangs. Beruflich? Kleindarsteller. Wir drehen gerade. Ein Werbespot für Sonnencreme. Jürgen Meier. Und Sie sind tätig für Polizeihauptwachtmeister Lüttke? Ja. Seit wann? Seit heute. In welcher Angelegenheit? Na, wegen dem Klo. Bitte was? Das verdammte Scheißhaus ist verstopft. Deswegen hat er mich geholt. Ich bin Installateur. Oh, Warbeck! Georg, das ist illegal. Sind Mord und Entführung auch? Fahrenbrink. Fahrenbrink? Was machen Sie da? Sie haben Horst Fahrenbrink ja doch ziemlich gut gekannt. Das geht Sie gar nichts an. Und jetzt raus hier. Das Lokal schließt. So früh? Ich muss zur Polizei. Warum? Weil ich den Mörder von Russ gesehen habe. Ach ja. Wer war's denn? Ein Polizist. Polizist? Ich spinne. Was ist denn? Der Typ da in dem dunklen Anzug. Der da gerade ausgestiegen ist? Ja, den habe ich gesehen. Der ist gestern Nacht aus dem Haus gerannt. Bist du sicher? Na, sicher bin ich sicher. Ich bin in einem Auto. Was hast du jetzt vor? Du wartest hier. Zur Sicherheit. Weiß ja keiner, wo wir sind. Auf was soll ich denn warten? Darauf, dass ich wieder zurückkomme. Und wenn du nicht zurück... Ich meine, wie lange? 10 Minuten. Und dann? Nochmal 10 Minuten. Und dann? Dann rufst du Anna an. Da, gib das meinen Kollegen weiter. Das ist vielleicht der Mörder vom Autodieb.
Du siehst doch. Wollt ihr mich verarschen? Ich gehe mich beschweren. Jetzt! Der Bauarbeiter gehört übrigens doch nicht dazu. Da habe ich was verwechselt. Mhm. Sagen Sie, Frau Springer, die Männer da, die kenne ich doch. Das sind V-Leute, die für uns im Einsatz sind. Nein, aus dem Fernsehen. Und jetzt sind die hier. Bei Ihnen. Wie geil ist das denn? Sie meinen, unsere V-Leute sind eine Boygroup? Nein, nein. Frau Markowitz, erkennen Sie denn jemanden wieder? Von denen war es keiner. Frau Springer, es reicht. Seit Stunden ist ein Dienstwagen verschwunden. Und dann kommt ein Kollege und sagt, ich soll das Bild hier... Das ist der. Wer? Der Mörder vom Russ. Der? Der ist doch vom LKA. Der wollte sich einfach einen schönen Tag machen. Der hatte die Hand im Ausschnitt der Kleidung. Der hat vielleicht geglotzt, als wir die Tür aufmachen von seinem Wagen. Und die Frau, ja, diese Anwältin, die war eine echte Wildkatze. Welche Anwältin meinen Sie? Meinen Sie die Anwältin vom toten Fahrenbrink? Wer sind Sie? Mein Name ist Wilsberg. Sie waren noch gestern Nacht hier im Haus, als der Mord geschah, oder? Sag mal, was redet denn der Kerl? Bring schon mal das Zeug nach unten. Na los, mach schon. Sie kennen die Anwältin von Fahrenbrink? Sie ist mein Patenkind. Okay. Dann wollen Sie sich wahrscheinlich unterhalten. Bitte. Und, gibt's was Neues? Der kommt nicht mehr. Der ahnt was. Wird der Parkplatz noch observiert? Ja, von Lüttke. Ziehen Sie ihn ab, das bringt doch nichts mehr. Oh, ich denke, wir müssen da sicher gehen. Lüttke sollte bis heute Abend auf Posten bleiben. Es ist wirklich seltsam. Russ wurde mit einer Dienstwaffe erschossen. Mit einer Walter. Das passt doch. Aber in seiner Wohnung wurde eine Beretta gefunden, keine Walter. Und mit einer Beretta wurde Fahrenbrink erschossen. Das passt auch. Das ist die Waffe von dieser Wilsberg-Bekannten. Die hat sie mitgebracht. Overbeck, Sie verrennen sich. Ganz sicher nicht. Hier ist der DNA-Bericht. Der Schuh in der Wohnung gehört eindeutig Alexandra Holtkamp. Overbeck, Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass Alex mit diesem Russ... Warum nicht? Vielleicht nur als Anwältin, vielleicht aber auch als Frau. Ah, die Holtkamp wirkt nach außen sehr kühl. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie in Wahrheit wilden, hemmungslosen, perversen... Overbeck, halten Sie sich an die Fakten. Die sind schon schlimm genug. Ich hab's ja schon immer gesagt, dieser ganze Wilsberg-Clan, das sind alles keine Heiligen. Ist Ihr Patenkind denn verschwunden? Sie wurde entführt. Oh. Sie glauben, ich habe was damit zu tun? Sie sind kein Polizist. Nee. Aber kann es sein, dass Sie einer sind? Wie kommen Sie drauf? Ich bin Detektiv, ich kann kombinieren. Sie kombinieren falsch, ich bin kein Bulle. Sie waren gestern Nacht in dieser Wohnung. Kaffee? Jemand hat gesehen, wie Sie hier rausgerannt sind. Mit Milch und Zucker? Wo ist Alex? Warum wurde Russ erschossen? Und warum Fahrenbrink? Wow, ein bisschen viele Fragen auf einmal, finden Sie nicht? Es gibt allerdings darauf nur eine Antwort. Ich habe nichts damit zu tun. Wo ist denn jetzt der Kaffee? Glauben Sie wirklich, Sie kommen damit durch? Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht mehr dazu sagen. Sie haben sich geirrt. Sie sind doch Polizist. Geben Sie mir den Ausweis. Warum? Ich bin Beamter des LKA. Ich bin einer von den Guten. Ich werde Ihnen alles erklären. Na, fangen Sie an. Nicht jetzt.
Wir treffen uns um 14 Uhr am Aasee an der Bastion. Warum nicht jetzt und hier? Ich muss erst Ochs loswerden. Ich bin mitten in einem Einsatz. Verstehen Sie das? Es ist die einzige Chance, die Sie haben, Ihre Anwältin wiederzusehen. Sie drohen mir. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, ich bin einer von den Guten. Sie können mich jetzt hier auch hochgehen lassen. Aber dann werde ich nie von Ochs erfahren, wo Ihr Patenkind hingebracht wurde. Also? Also gut. 14 Uhr. 5 Minuten später. Und unsere Zusammenarbeit ist beendet. Hey, ich bin nicht dein Taxi. Ich weiß, deswegen zahle ich auch nicht. Wir beenden die Aktion hier. Der Typ eben, ich muss ihn ausschalten. Wer war denn das? Ein Schnüffler, der zu viel fragt. Gib mir die Autoschlüssel. Das heißt, du wirst ihn eliminieren? Tu mir den Gefallen und kümmere dich nicht drum. Geh rauf in die Wohnung, ich hole dich nachher ab. Moment. Was ist denn, wenn die Bullen... Die Bullen. Die Bullen suchen dich überall, nur nicht da oben. Sie sind nicht besonders helle, glaub mir das mal. Ach, nichts. Was machen Sie da eigentlich? Eine Aufstellung. Wovon? Von den Sachen, die der tote Russ bei sich trug. Langweiliger Routinemist, hm? Nee, würde ich gar nicht sagen. Ist eigentlich ganz aufschlussreich. Ach, wirklich? Mhm. Wenn ich mir die Sachen von dem Russ so angucke, dann stelle ich mir einen Menschen vor, der emotional verarmt ist. Springt an auf jeden billigen Reiz. Nicht sonderlich intelligent. Von einer primitiven, sexistischen Grundhaltung. Aha. Sicher? Schauen Sie sich mal seinen Schlüsselbund an. Das ist meiner. Du, Georg. Was denn? Glaubst du noch dran? Woran? Dass wir sie finden. Na klar. Ich meine nicht die Indianer. Ich auch nicht.
Arland? Arland? Bist du wieder da? Hallo Anna, Georg hier. Pass auf, Anna, folgende Situation. Vergiss es, Anna, ist nicht so wichtig. Dieser Wilsberg. Er weiß, dass ich weiß, dass er etwas weiß, was ich nicht weiß. Und sowas macht mich rasend. Ich weiß. Die ganze Aktion läuft jetzt schon seit 2 Jahren. Allein ein halbes Jahr habe ich gebraucht, bis ich hier als Björn Arland eingeführt war. Okay. Warum wurde Alex entführt? Es war nicht geplant. Sie hat gesehen, wie die beiden Deppen Fahrenbrink erschossen haben. Und wo ist sie jetzt? Ich weiß es immer noch nicht. Die Zeit wird knapp. Ich tue, was ich kann. Ist sie... Ich meine, ist sie überhaupt noch... Ochs und Russ sind keine Mörder. Aber sie haben Fahrenbrink erschossen. Das war ein Unfall. Ich wollte Fahrenbrink vorübergehend aus dem Verkehr ziehen. Es war mit der Zentrale so abgesprochen, er sollte sich nicht jetzt schon der Staatsanwaltschaft stellen. Wir hatten noch längst nicht alle Informationen von ihm. Als Kronzeuge hätte der doch nur Peanuts verraten. Und der Mord an Russ? Sie glauben, ich war das. Spricht doch einiges dafür. Ich kam in die Wohnung. Russ war ziemlich durchgedreht. Er hatte meinen Polizeiausweis gefunden. Was der Himmel wie. Blöde Situation. Er bedroht mich. Ich schlage ihm die Waffe aus der Hand. Und plötzlich kriege ich einen Schlag auf den Kopf von hinten. Ah, der große Unbekannte. Ja. Ich kann nicht lange bewusstlos gewesen sein, so eine Minute vielleicht. Als ich aufwache, liegt Russ erschossen auf der Straße. Der Täter hat meine Waffe benutzt und sie mir dann wieder eingesteckt. Glauben Sie mir. Danke. Was halten Sie von der ganzen Geschichte? Vielleicht Rache. Oder ein Machtkampf. Oder beides. Sie meinen, da räumt jemand auf. Und wer ist der Nächste? Ochs ist der Einzige, der weiß, wo Alex ist, oder? Ja, und? Wo ist Ochs gerade? Anna, vergiss das jetzt. Komm in die Bar und zwar sofort. So geht das nicht. Ich tanze doch nicht nach seiner Pfeife. Er kann mich doch nicht einfach anrufen und sagen, Anna kommt da und dahin. Genau. Wir bleiben hier. Sehr richtig, Overbeck. Wir sind doch nicht seine Äffchen. Packen Sie den ganzen Schmodder zusammen. Wir müssen dahin. Ich bin's, Arland. Weg. Na, vielleicht ist er hier unten in der Kneipe. In Dianas Bar. Genau. Oder ist er nur die dicke Die? Wer? Was trinken? Nein, danke, heute nicht. Was dann? Es geht um Ochs. Wann war der das letzte Mal hier? Keine Ahnung. So vor einer Stunde vielleicht? Nein. Sicher? Ja. Hat noch jemand einen Schlüssel für seine Wohnung da oben? Nein, niemand. Aber Sie sind doch die Vermieterin. Sie müssen doch einen Ersatzschlüssel haben. Habe ich aber nicht.
Und was ist das da? Weiß nicht. Also, Ox war hier. Haben Sie ihm geholfen? Hat er Ihnen von der Entführung erzählt? Nein. Dürfen wir mal einen Blick in Ihre Wohnung werfen? Meine Wohnung? Die ist privat. Ich weiß. Aber in wenigen Augenblicken wird die Polizei hier sein. Und die wird sich garantiert Ihre Wohnung ansehen wollen. Und warum? Weil ich hinter das Geheimnis des Indianers gekommen bin. Du bist was? Wann? So, da wären wir. Georg, ich hoffe für dich, dass es wichtig ist. Ich habe noch 2 Morde aufzuklären. Das ist doch der verdeckte Ermittler. Und wir nehmen ihn nicht fest? Nicht einmal vorläufig? Nein. Ist hier jemand? Alex? Ich hab doch gesagt, hier ist niemand. Doch, hier. Frau Markowitz? Ihre Freunde nennen Sie manchmal die, nicht wahr? Mhm. Russ zum Beispiel. Als er letzte Nacht ermordet wurde, da wollte er uns den Namen seines Mörders mitteilen. Es klang wie die Dicke Die, aber er meinte die Dicke Die. Ich bin nicht dick. Wollen wir darüber diskutieren? Er wollte mir auch einen Hinweis geben, wo man seinen Mörder finden kann. Zurück. Drüben Indianas Bar. Das wollte er sagen. Aber es hat nicht mehr gereicht. Es reichte nur noch für drüben Indianer. Was sich übrigens immer noch anhört wie Indianer. Sie haben Russ ermordet. Und wollten mir den Mord in die Schuhe schieben. Man wird Schmauchspuren an ihren Händen finden und wahrscheinlich noch jede Menge Fasern. Von dem lila Kordelband. Sie haben Fahrenbrink geliebt. Und um den Mord an ihm zu rächen, haben Sie seine Mörder ermordet. Stimmt das, Frau Markowitz? Horst hat es nie wem erzählt. Unsere Liebe war geheim. Aber irgendwann wäre er mit mir nach Amerika gegangen. Das hatte er versprochen. Sie glauben tatsächlich, er hat sie geliebt? Er hatte doch auch ein Zimmer hier. Er hat hier gewohnt? So oft er wollte. Hat er irgendwas von Ihnen verlangt? Er brauchte nichts verlangen. Er hat es auch so gekriegt. Alles, was er wollte. Zum Beispiel? Sex, oder? Oder Bier oder Hilfe. Hilfe wobei? Na, wenn er Sachen unterstellen wollte. Was für Sachen? Werden Sie mal ein bisschen präziser. Weiß nicht. Sachen eben. Größere Gegenstände? Auch. Und wo? Na da, in seinem Zimmer. Was ist das denn? Das ist Horsts Zimmer. Oft war der aber nicht hier, oder? Oft genug. Und jetzt machen sie alles kaputt. Sorry, aber das muss sein. Vicky, du meinst Alex? Mein Gott. Die 4 Indianer. Die 5 Inka-Wächter. Danach habe ich 2 Jahre lang gesucht.
Vorsichtig, die sind wertvoll. Stinnef. Fahren bringt's Lager, das er sich in den letzten Jahren heimlich angelegt hat. Ist das Koks? Von höchster Reinheit. Das hätte er dem Staatsanwalt bestimmt nicht verraten. Es ging die ganze Zeit um Rauschgift? Ja, wie? Hat Ihnen das keiner gesagt? Das hat ja niemand gefragt. Hatte Farnbring noch mehr davon? Weiß ich nicht. Vielleicht in meiner Garage. Garage? Ja, um die Ecke in der alten Gießerei. Wo ist der Schlüssel? Den hat Russ geklaut. Er hat gedacht, ich merk's nicht, aber... Was soll denn das heißen? Russ ist tot. Wo ist der Schlüssel jetzt? Vielleicht hier drin? Ja, Sie haben doch gesagt, ich soll's einpacken. Ja, natürlich. Ist es der? Ja. Gut. Halt. Wo wollen Sie hin, Herr Kollege? Es ist beschlagnahmt im Namen des LKA. Das Rauschgift wurde gefunden im Rahmen einer Aktion der Mordkommission Münster. Es gehört der Polizei Münster. Der Schlüssel gehört übrigens auch der Polizei Münster. Das gehört alles dem LKA Düsseldorf. Tut es nicht. Tut es doch. Tut es nicht. Tut es doch. Ich wusste es doch. Kupf, sind Sie wahnsinnig? Sorry, Herr Detektiv. Danach habe ich 2 Jahre lang gesucht. Soll das jetzt alles der Staat kriegen? Aber natürlich. Vergiss es. Rühren Sie sich nicht vom Fleck. Wie kommen wir hier raus? Frau Markowitz, Sie müssen hier bleiben. Ja? Herr Hauptkommissar? Hier ist Lüttke, Polizei Münster. Ich muss Ihnen endlich was sagen. Ihr Wagen... Der ist weg. Wie? Aber ich werde ihn wiederfinden. Verspreche ich Ihnen mein Ehrenwort als Beamter? Ja, von mir aus. Hauptkommissar? Alex! Was machst du für Sachen? Der Wagen? Ist alles okay? Was macht sie denn im Wagen? Sie ist entführt worden. Entführt? Wie hat sie mich gefunden? So lange Geschichte. Es fing alles an mit diesem Indianer. Indianer? Also dieser Fall bringt mich noch an meine Grenzen. Und als ich merkte, dass da gleich jemand den Kofferraum aufmacht, da wusste ich, das seid nicht ihr. Und ich wusste auch gleich, was als nächstes passiert und was ich zu tun habe. Es war irgendwie wie... Eine Eingebung. Ja, genau. Ist doch seltsam, oder? Naja, sowas gibt's manchmal. Ich habe übrigens Sonderurlaub. Wieso das denn? Mein Chef ist in der Zeitung. Grabowski? Hallo? Ja. Okay. Ja, okay, schwamm drüber. Ach, echt? Ja, super. Dann bis heute Abend. Tschüss. Das war Anna. Sie hat sich entschuldigt. Bei mir? Bei mir. Weil sie Alex für eine Tatverdächtige gehalten hat. Sie hat uns eingeladen. Heute Abend ins Village. 70er-Jahre-Party. 70er-Jahre-Party im Village? Die ist doch voll cool. 70er Jahre, das waren noch Zeiten. 1870?
Liebesfolge.